Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute mal wieder was Neues und zwar nach längerer Zeit mal wieder ein neues Event. Und zwar ist es das OX-Event oder auch 0X oder das Kreis-Kreuz-Event oder einfach War-Falsch-Quiz-Event. Und wie der Name sagt, es geht um ein Quiz. Man muss Fragen beantworten, die entweder wahr oder falsch sind. Ihr werdet es gleich sehen, es ist gerade kurz vor 18 Uhr, um 18 Uhr geht die Anmeldung los. Das Event läuft, oder falls ihr später anschaut, das Video vom 13. bis 27. Juli, also 14 Tage lang. Und hier die Anmeldung, die gleich hier an der Seite erscheinen wird, ist 10 Mal am Tag, immer zur vollen Stunde. Und zwar um auf europäischer Zeit um 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr, 8 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 22 und 23 Uhr. Das heißt, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei, für jede Form von Spieler. Also ihr werdet auf jeden Fall euren Stunden finden, die ihr auch teilnehmen könnt. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich erkläre es jetzt schon mal im Voraus, weil später, wenn das Event läuft, werden wir nicht sonderlich viel Zeit haben, denn da geht alles recht schnell. Also zu jeder vollen Stunde wird hier eine Anmeldung erscheinen, hier rechts. Ihr habt dann 5 Minuten Zeit, nach 5 Minuten geht's los. Und dann werdet ihr mit 25 Leuten auf ein Spielbrett geportet. Die 25 Leute kriegen dann die gleichen Fragen gestellt. Und in der Zeit müsst ihr euch so wie auf einer Art Volleyballfeld innerhalb von 10 Sekunden, in der die Frage läuft, entweder auf wahr, also auf den Kreis, oder auf falsch, auf das X stellen. Wenn ihr nicht richtig steht oder gar nicht in einem von den beiden Feldern, dann scheidet ihr aus. Wenn ihr dann ausgeschieden seid, kommt ihr auf die Seitenlinie und könnt die Fragen so lange weiter mitverfolgen, bis alle von euren 25 Leuten ausgeschieden sind. Das dauert dann halt ein bisschen noch, hoffentlich für den, die noch dabei sind, recht lange. Wenn ihr richtig liegt, dann bleibt ihr natürlich im Spiel, könnt die nächste Frage aktiv mitmachen und erhaltet Belohnung. Schon mal vorab kurz, was die Belohnung ist. Pro richtige Antwort gibt es einen AT-Meilen-Coupon. Den seht ihr hier. Sind quasi 30 AT-Meilen. Hier einsetzen. Zu den AT-Meilen habe ich auch ein Video. Werde ich bestimmt verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Dann pro 5 richtige Antworten gibt es eine Belohnungskiste 2. Die habe ich vorhin leider aufgemacht, als ich mal 12 richtige Antworten hatte, also ich kriege dann 2 Belohnungskisten 2, das sind sogenannte, Moment, wie heißen die genau? Old Treasure Chest, also alte Schatzbelohnungen oder so, Schatzschatullen 2, Grad 2, da gibt es verschiedene Grade und für 30 richtige Antworten, das wäre das Maximum, da würdet ihr auch eine Dreierkiste kriegen. Und nach Abschluss, egal wann ihr ausgeschieden seid, kriegt ihr nochmal zusätzlich 2 AT-Meilen-Coupons. Also es lohnt sich auch drin zu bleiben, also nicht direkt rauszuporten oder so. Ja, das klingt jetzt erstmal von den Belohnungen her nicht sonderlich gut, weil in den Belohnungskisten ist jetzt nicht so viel drin, muss man sagen. Aber auf Facebook stehen noch andere Belohnungen und hier seht ihr auch schon das Quiz-Event hier. Schlachtfeld ist auch gleichzeitig um 18 Uhr natürlich. Mindeststufe steht hier auch nochmal 60. Wir bewerben uns. Und hier seht, wenn ihr im Kampf, im Heim oder in der Liga seid, dann können wir nicht teilnehmen. Aber wir könnten theoretisch noch weiter kämpfen. Mache ich jetzt natürlich nicht. So, wo war ich? Bei den Belohnungen. Also wie gesagt, die sind nicht sehr gut, aber auf Facebook stehen noch weitere Belohnungen, die ihr kriegen könnt, wenn ihr hier diese
AT-Laufzeit-Coupons sammelt. Deswegen würde ich die auch euch empfehlen, nicht zu benutzen. Wenn ihr denn genügend sammelt, könnt ihr entweder weitere Boxen von den Boxen bekommen. Die kosten 1, 10, 30, 50, 75, 100 und 150 Coupons für die 6er Kiste dann. Also die würde ich euch nicht empfehlen. Dann gibt es eine Medici Platin Schatulle für 150, auch die würde ich nicht nehmen. Dann eventuell interessant, einen bunten Seelenstein für 250 Coupons, ein 7-Tage-Abenteurer-Paket für 600, 7-Tage-Segen, auch sehr interessant, für 600, ein 7-Tage-Krieger-Paket für 1000 Coupons oder eine Söldner-Austausch-Schatulle für 1500 Coupons. Welche Söldner da genau drin sind, kann ich euch nicht sagen. Ich nehme an, dass es dieselbe ist, die es beim letzten Event mal als Einlog-Belohnung gibt. Aber was schlecht ist, ihr seht hier normalerweise in Rom Tor gibt es immer einen NPC, den gibt es diesmal nicht. Deswegen haben sie das auch, denke ich, auf Facebook nur angekündigt. Man muss für die Belohnungen, für die Extra-Belohnungen ein Ticket schreiben. Und zwar, wie ihr das genau macht, auf den Facebook-Link setze ich euch unten nochmal hin. In den Titel ihr müsst nämlich ein Ticket schreiben, wie gesagt. Und den Titel des Tickets, der muss sein AT-Mileage Ticket Exchange. Und im Ticket muss enthalten sein euer Charaktername, also in meinem Fall Gobo, Server, in meinem Fall Blood Moon. Gewünschtes Item, also ich werde mir wahrscheinlich den Segen holen und ja, 7 Tage Segen, weil da kann ich nicht gebrauchen. Und wichtig, ein Screenshot mit den AT-Coupons auf dem ersten Platz im Inventar, also so wie ich das jetzt hier habe. Und mit dem gewünschten Item und genügend Tickets hier im ersten Inventarplatz. Ihr könnt nur ein Ticket immer schreiben diesbezüglich. Um einen Screenshot zu machen, drückt ihr einfach auf eurer Tastatur auf Druck, während ihr im Atlantica-Ordner seid. Auch jetzt einfach mal Druck, dann kommt hier die Nachricht. Und ganz kurz, wo es gespeichert wird, ist es in eurem Valofe EU Atlantica-Ordner unter Screenshots. Und dann müsst ihr den hochladen, irgendwo auf einer Image-Hosting-Seite. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung imgur.com. Das ist recht einfach. Also wie gesagt, es ist leider sehr, sehr umständlich. Und ich denke, den NPC hier zu programmieren, haben sie leider nicht geschafft. Das Event, das war Falsch-Event, gab es schon mal vor ein paar Jahren. Aber da habe ich leider nicht teilgenommen, da war ich nicht am Spielen, aber wie gesagt, jetzt gibt es wieder und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Belohnung ist, wie gesagt, leider nicht so gut. Mit dem, was man da im Ticket noch kriegen kann, ist sie, finde ich, okay. Es wäre natürlich viel, viel schöner, wenn es ein NPC gäbe. Ja, jetzt haben wir hier noch 23 Sekunden und ich habe euch eigentlich alles zum Event gesagt. Ich hoffe, wir bleiben etwas drin. Ich werde die Frage, denke ich, nicht komplett immer vorlesen können. Ihr könnt es selber sehen. Ich werde selber gucken müssen, wie es klappt. Aber werdet ihr dann selber sehen. Und hoffentlich bleiben wir ein bisschen im Spiel, vielleicht. Aber hoffentlich bleibt mein ganzes Team ein bisschen im Spiel. Ihr könnt, wenn ihr die Antwort nicht wisst, entweder der Masse folgen und schauen, ob die vielleicht klüger sind als ihr, oder ihr könnt einfach raten. Und hier sind wir schon im Spiel. Hier seht ihr die ganzen Leute, die auch mit bei mir drin sind. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen und folgt irgendjemanden, der es vielleicht besser weiß. Die Fragen kommen immer hier oben, wo ich jetzt gerade bin. Und ihr müsst, wie gesagt, in der Zeit, wenn es auf 0 springt, entweder in dem O oder in dem Kreis oder in dem X drin stehen.
Event Arena heißt es. Ah, okay, hier ist die Karte, das habe ich bis jetzt noch nicht geschaut. Dann schauen wir mal, ob wir die richtigen Antworten ein paar Mal schaffen. Jetzt geht's auch schon los, ihr seht die Zeit runterticken. Ich versuche die Frage mal richtig zu beantworten. Und zwar, richtig oder falsch, O oder X, können viele Gerüchte von Einwohnern im Alarmfenster über dem Chatfenster lesen. Ich denke, das ist richtig. Hier in dem zweiten Chat stehen öfter Gerüchte. Ja, und ihr seht, der Schiedsrichter Akong hat dann auch gesagt, was richtig ist. Und wir haben einen Coupon mehr. Wenn Monster während dem Kampf eindringen, regt der Hauptcharakter sich auf und flieht aus dem Kampf. Ich hoffe, das ist falsch. Und ihr seht, hier haben jetzt schon ein paar Leute die falsche Antwort gegeben. Die sind dann hier ausgeschlossen für den Rest vom Spiel, von den Fragen. Briseis hat die Krankheiten in Griechenland verbreitet. Ich hoffe mal, das ist falsch. Briseis ist bei mir... Ah, leider. Okay. Das ist ein Boss in einem TGS. War mir die Antwort leider nicht bekannt. Ihr könnt grünen Schimmelpilz im Krankenhaus in Städten kaufen. Bin mir auch nicht sonderlich sicher. Ja, okay, standen alle richtig hier. Ihr seht, wir können jetzt das nur noch verfolgen. Wir kriegen jetzt keine Belohnung mehr im Moment. In der ebenbürtigen Liste könnt ihr eine Reihe von Leuten finden, die in eurem Alter sind. Das ist falsch, die im Level sind. Jawohl, alle die sind auch weiterhin noch mit drin. Und wir machen jetzt die Fragen quasi mit, kriegen leider keine Belohnung. Der Fluss Eichsel fließt durch Nordeuropa. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube, das ist ein Fluss in Russland oder so. Meine Geografiekenntnisse sind leider nicht sonderlich gut. Ihr könnt die Heimat eurer Freunde auch dann besuchen, wenn sie offline sind. Das ist auf jeden Fall richtig. Ihr seht immer in der Zeit, oh, schaltet noch jemand aus. Zwei sind noch dabei. Und solange wie jetzt mindestens noch ein Spieler dabei ist, werden die Fragen auch weiterhin gestellt. Es gibt nur einen Durchgang immer. Wenn ein Charakter Geburtstag hat, geben ihm alle NPCs, denen er begegnet, ein Geschenk. Das ist natürlich falsch. Ein paar Fragen sind ja sehr, sehr einfach, aber ein paar Fragen, ja, die beziehen sich wirklich auf die Story von AO, von bestimmten Quests. Und da muss man dann schon sehr gut aufgepasst haben. Vorhin bin ich zum Beispiel ausgeschieden bei der Frage, welche Farbe die Handschuhe von Oleg haben oder ob die grün sind. Ja, natürlich kann man in AO verschiedene Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, eine Liste oder so mit den verschiedenen Fragen zu machen, aber ich denke, da geht zu schnell. Ja, das ist auf jeden Fall falsch. Das ist der blaue Federkiel, mit dem er die Namen der Söldner verändern kann. Dann schauen wir mal. Charaktere, die ein Musikinstrument verwenden, können Gitarren und eine Violine ausrüsten. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das Gitarre und... Ja, okay, Faustgeige, die Violine. War ich mir jetzt nicht sicher, ob die da wollen, dass man sagt, Geige und Musiknoten. Oh, wieder eine Geografiefrage. Und da sind die letzten zwei, waren jetzt auch falsch gestanden. Und wir bekommen nochmal zwei AT-Laufzeit-Coupons. Bis zu den Schatztruhen haben wir es leider nicht geschafft. Auch hier der Heller war bei mir im Inventar. Ich glaube, den gibt es nicht bei diesem Event. Der ist noch vom letzten. Und hier seht ihr, wie weit jeder da gekommen ist. Wir waren auf dem 8. Platz mit zwei richtigen Antworten. Ja, und da ist auch das OX oder war falsch Quiz-Event für diese Stunde auch schon vorbei.
geht recht schnell. Ich finde es eigentlich recht lustig. Leider, der Negative ist, wie gesagt, die sehr, sehr umständliche Tauschmöglichkeit. Ich habe es euch nochmal gesagt. Wie gesagt, ihr müsst ein Ticket schreiben mit dem Titel AT Mileage Ticket Exchange und es muss enthalten Charaktername, Server, das gewünschte Item und ein Screenshot im ersten Inventarplatz. Ich verlinke euch, wie gesagt, den Facebook-Post auch nochmal in der Videobeschreibung. Aber immerhin ist es mal wieder was Neues zum aktuell sehr langsamen Fortschritt in AU. Ich würde mir natürlich wünschen, wie jeder, dass es etwas flotter vorwärts geht. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao!